Das Huion Canvas 16-2021 ist ein Grafikdisplay. Das heißt, es funktioniert am PC als zusätzlicher Monitor mit Stifteingabe. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Display, einem Stift und zwei Kabeln so ein Tablet-Handschuh und ein sehr cooler Stifthalter mit Minen zum Wechseln. Der Ständer, den ihr hier seht, ist ein ganz normaler Laptop-Halter von Amazon, den ich mir günstig dazu gekauft habe. Man bekommt hier einen voll laminierten 1080p Bildschirm, der 120% des sRGB-Farbspektrums abbilden kann. Der batterielose Stift soll zwischen 8192 Druckstufen unterscheiden können und hat Neigungserkennung. Hört sich ja alles wunderbar an, aber wie macht sich das Ding in der Praxis? Das war die Frage, die ich mir vor dem Kauf gestellt habe. Dabei stand ich vor der Entscheidung zwischen dem überteuerten Marktführer Wacom und eben einer der günstigeren chinesischen Newcomer-Firmen. Ich habe mich schließlich zugunsten meines Kontos entschieden und habe meine Bedenken dabei in Kauf genommen, denn vor allem durch andere Reviews hatte ich Angst vor verbuggten Treibern und schlechter Verarbeitung. Aber was genau davon hat sich denn jetzt bewahrheitet? Ich habe das Teil jetzt einen Monat lang ziemlich intensiv benutzt und dabei sind mir einige Stärken und Schwächen aufgefallen. Fangen wir an mit dem Thema Verzögerung oder Delay. Das ist ja immer so eine Sache, da diese möglichst gering sein sollte. Auf dieser Slow-Mo-Aufnahme sieht man die Verzögerung mal und die sieht hier tatsächlich ziemlich heftig aus. In Realität ist aber kaum ein Delay spürbar, weshalb ich das als Vorteil einordnen würde. Auch ein typisches Problem bei Grafikdisplays ist der wahrnehmbare Abstand von Stiftspitze zum Display, der durch die Schutzfolie des Displays verursacht wird. Ist diese Entfernung hoch, hat man den sogenannten Parallax-Effekt und Zeichnen fühlt sich unnatürlicher an. Weil aber beim Canvas die Schutzfolie direkt auf den Bildschirm laminiert wurde, ist dieser Effekt hier praktisch nicht vorhanden und man hat ein echtes Papierfeeling. Ich hatte mir auch Gedanken darüber gemacht, ob Full HD auf 16 Zoll überhaupt scharf genug ist. Vor allem gegenüber iPads und Co. ist die Pixeldichte ja hier relativ bescheiden. Jetzt, wo ich aber schon einige Stunden damit gearbeitet habe, kann ich sagen, die Auflösung reicht auf jeden Fall, selbst bei sehr dünnen Strichen, wie ihr hier gerade im Hintergrund seht. Allerdings glaube ich, dass eine höhere Auflösung wie WQHD oder 4K auf jeden Fall nochmal einen großen Unterschied in Schärfe machen würden. Aber so einen Luxus kann man eben in der untersten Preisklasse nicht erwarten. Beim Treiber wurde ich dann sogar positiv überrascht. Der Funktionsumfang ist so groß wie auch bei der Konkurrenz von Wacom, so kann man für jedes Programm die Tasten anders belegen und auch Kurven für die Druckempfindlichkeit festlegen. Das klang doch jetzt alles sehr vielversprechend, aber jetzt wird es auch mal Zeit, auf die Schwächen einzugehen. Der Bildschirm hat ja so eine matte Textur, die für ein sehr angenehmes Gefühl beim Zeichnen sorgt. Aber durch diese Rauigkeit des Bildschirms bekommt das Bild einen leichten Krisseleffekt. Es ist auf Kamera schwer einzufangen, aber das mindert leider die wahrgenommene Schärfe und kann auch zu Ungenauigkeiten in der Farbdarstellung führen. Der Stift wird an den Rändern um 1-2 Pixel versetzt erkannt. Das stört im Alltag wenig, es wird nur nervig bei den sehr kleinen Knöpfen am Rand, wo man sich dann doch gelegentlich mal verdrückt. Und den Treiber hatte ich vorhin schon gelobt, aber er hat leider ein paar blöde Eigenarten. Man muss nämlich alle anderen Tablet-Treiber deinstallieren, sowie seinen Virenscanner ausschalten, bevor man ihn installiert. Ich habe auch schon probiert, den anderen Treiber dann nachträglich zu reinstallieren, aber auch das kann die Huion-Software leider nicht leiden. Ein sehr großer Nachteil, von dem ich schon gehört habe, soll die fehlende Langlebigkeit sein. Die konnte ich logischerweise selbst erst noch nicht testen, es ist nur eine Sache, die man im Hinterkopf haben sollte. Ich meine, man hat 2 Jahre Garantie, also schauen wir mal, ob mir das Teil an Tag 731 dann auseinanderfällt. Aber ihr seht schon, die Schwächen sind ganz klar vorhanden, aber die Stärken überwiegen auf jeden Fall. Wir wissen jetzt also, dass das Canvas 16-2021 ein tolles Gerät ist. Die Frage ist nur, braucht man denn überhaupt ein Grafikdisplay? Reicht nicht vielleicht auch ein übliches Grafiktablet ohne Display, wie mein gutes altes Intuos MBT, mit dem ich jetzt schon bald 3 Jahre arbeite? Natürlich gibt es einige Nachteile von Grafikdisplays im Allgemeinen. Erstmal ist die gebückte Haltung deutlich unergonomischer gegenüber der aufrechten Haltung mit Grafiktablet. Außerdem ist das große Display für unterwegs eher ungeeignet, weil es viel größer ist und deutlich mehr wiegt. Und man hat noch den Stress mit dem Dreifachkabel mit Netzstecker, HDMI und USB, wenn man nicht zufällig einen Thunderbolt-Port an seinem Rechner hat. Dagegen ist das 410 Gramm schwere, kabellose Intuos MBT auf Reisen natürlich ein Traum. Und der Preisunterschied muss hier natürlich auch berücksichtigt werden, denn das displaylose Tablet kostet gerade einmal halb so viel wie das Display und man kriegt sogar noch das Wacom-Logo. Wenn man sich hier zu einer unbekannteren Marke herunterlassen würde, würde man mit einem Viertel der Kosten wegkommen. Also wozu überhaupt jetzt das ganze Geld ausgeben?
Naja, es ist offensichtlich. Die intuitivere Eingabe macht einfach deutlich mehr Spaß. Digital zeichnen ist damit für mich jedenfalls viel motivierender und auch weniger anstrengend geworden. Außerdem kann man es auch easy als weiteren Monitor für seinen PC benutzen, wobei es durch die akkurate Farbdarstellung für Aufgaben wie Videoschnitt bestens geeignet ist. Und ein Punkt, der jetzt nur bei meinen Modellen konkret zutrifft, ist die Position der Schnelltasten, die beim Intuos relativ beschissen ist, weil sich die Hände in den Weg kommen. Beim Canvas sind die Tasten sehr schlau an der Seite positioniert, wo man sie ganz einfach mit der anderen Hand betätigen kann. Das geht übrigens auch für Linkshänder, die müssen das Gerät ja einfach nur einmal drehen. Abschließend kann man sagen, das Canvas 16/20/21 hat mich überrascht, weil es wirklich meine Erwartungen übertroffen hat. Trotzdem würde ich es aber jetzt nicht jedem direkt empfehlen, da bildschirmlose Tablets in vielen Anwendungsfällen von den Vorteilen her deutlich überwiegen. Wenn ihr aber sicher seid, dass ihr ein Display braucht, dann kann ich euch dieses nur empfehlen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis in meinen Augen hier einfach nur gut ist. Vor einer Kaufentscheidung solltet ihr euch aber unbedingt nochmal die Alternativen anschauen. Ich habe euch da mal ein paar Amazon-Links in die Videobeschreibung gepackt, da könnt ihr gerne mal draufdrücken. Wie immer kriege ich für jeden Verkauf über so einen Link eine kleine Provision, ohne dass sich der Preis für euch ändert. Das war's dann auch schon mit diesem Video, ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!